Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Tel Concerto, wo wir hoffentlich das letzte Mal diesem Miststück von Mistgegner gegenüberstehen. So, zack. Nein! Oh, wie soll man das mit so einem bisschen Energie noch schaffen? Ja, weitermachen. Weitermachen und hoffen, dass wir es mit dem paar übergebliebenen Leben noch irgendwie schaffen. So, ich hoffe, ich muss nicht mehr... Oh nein, muss ich wieder ganz von vorne anfangen? Weil ich sehe jetzt die Kristalle nicht mehr. Hallo. Ah, Laser. So, Moment, die Kristalle sind da hinten im Felsen. Waren die... Moment, jetzt bin ich gerade irgendwie schwer am Überlegen. Okay, er macht seinen komischen... Ja. Okay, das bedeutet also... Scheibenkleister. Bitte nicht treffen. Danke. Der gleiche Kampf nochmal. Ja, toll. Okay, hoffentlich bin ich gewappnet. So, jetzt kommt wieder Laser. Oh, so langsam habe ich es begriffen, Junge. So, gucken wir mal. So, jetzt kommt er wieder mit seinem komischen Bömmchen. Ja, genau. Also das macht er dann wohl alternier. Super. Normalerweise schaffe ich es immer, den auszuweichen. Bisher sieht er auch ganz gut aus. Aber nein, ich muss mich wieder flachlegen lassen. Mein Gott, ist den Entwicklern da nicht irgendwie was eingefallen? Ich meine, nicht... Oh, scheiße. Ich meine, nicht, dass er... Okay, er holt seine Kristalle raus und hat dafür irgendwie anderes Movement oder irgendwelche anderen Fähigkeiten drauf. Was? Ich hab's geschafft, ihm auszuweichen! Es geht doch! Es geht doch! Das ist der Wahnsinn! Dafür kann ich dem nicht mehr ausweichen. Das ist der viel schlimmere Wahnsinn. So. Okay. Aber bisher... Nein, ich sage nichts. Ich sage nichts. Bisher sind der... Nein! Okay. Hoffentlich macht er jetzt das Ding nicht noch öfter. So, bitte hol jetzt deine Bomben raus. Er macht seine Bomben nicht mehr, oder? Der macht seine blöden Bomben nicht mehr. Oh, Gott sei Dank, dass ich ihn jetzt gerade erwischt habe. Okay, jetzt macht er seine Bomben. Dann habe ich vielleicht doch eine Chance. Ausweichen, bitte. So, schön laufen. Immer in Bewegung bleiben. Und diesmal hat er seine komische Rolle seitwärts nicht gemacht. So. Yes! Oh, ich habe es geschafft, ihn nochmal auszuweichen. Warum habe ich das sonst nie geschafft? Oh Gott, ich konnte ihn davon abhalten, mich zu massakrieren. Indem er auf mich zuläuft. Boah, so. Oh, was für ein heftiger Kampf. So, jetzt packt er wieder seine Bömmchen aus, hoffe ich. Jawohl. So, stehen bleiben und schießen. Aua. Bitte nicht. Ach Gott, jetzt wird das schon wieder so knapp. So, hier. Stirb, stirb, stirb einfach. Sehr gut. So, da ist er wieder hin. Ich hoffe, das war's jetzt endgültig. Okay. Er dankt wieder ab. Gut. Was können wir jetzt machen? Was für die Kristallen? Was ist der... Der Roboter kommt wieder, nachdem die Kristalle geglüht haben. Ich muss die Kristalle entfernen, damit... Okay, also auf die Kristalle, auf die Kristalle. Was muss ich machen? Aha, sehr gut. Konnte also eingreifen. Okay, jetzt wird er kleiner und macht Purzelbäume. Ist im Turnverein gegangen. Das war's jetzt? Das heißt, ich hätte diese erste Runde gar nicht machen müssen, oder was? Hätte einfach nur ein Kristall raus... Ach, du liebe Güte. Dieses Spiel hat mit Fail angefangen und es hört mit Fail auf. Wenigstens in einer Richtung bin ich konsequent. Bitte lass es das gewesen sein. Oh nein. Der Eisengigant fällt in sich zusammen. Alles fällt in sich zusammen, nachdem man den Endboss besiegt hat. Beim meisten Spielen. Oh, er muss sich übergeben. Er ist schwanger. Er ist eine Frau, obwohl ich dachte, er ist ein Mann. Egal. War es das jetzt mit dem Spiel? Ich hoffe, es war es mit dem Spiel. Mein schlechtestes Projekt bisher. Nein, nicht, weil das Spiel schlecht ist. Doch, es ist in gewisser Weise schlecht. Aber ich habe einfach versagt. Als Spieler, als Kommentator. Das muss man einfach anerkennen. Ich nicht... Nein, das muss man nicht anerkennen. Nein, nicht over here. Genau. Das muss man eben nicht anerkennen. Da muss man sagen, Daumen runter. Das war ein Scheißprojekt. Du warst schlecht, Final Messenger 13. Ja, das war ich. Das muss ich zugeben. Es tut mir leid, aber... Oh, dieses Spiel ist mir nicht gut bekommen. Glaube ich. Sag ich jetzt. Oh. Hi, Hi. Wer ist der kleine Kater da im Vordergrund? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Ach so, das sollen diese Handlanger sein, die mich... mir auf die Nüsse gegangen sind. Oh. So, ich vermute, dass jetzt doch noch nicht die Credits kommen.
Wir werden Eltern. Das ist für dich. Es ist die Pille. Es ist nicht so, dass ich es nicht haben wollen würde, aber ich möchte, dass du es hast. Das war jetzt einfach nur Style, dass sie ihre Augenklappe getragen hat, oder was? Der Wahnsinn. So, ich glaube, das war jetzt Let's Play Tale Concerto. Ich habe keine Ahnung mehr, bei wie vielen Teilen wir jetzt sind. Oh, ich muss nur eine Menge wegrendern. Okay. Normalerweise handhabe ich es ja so, dass ich irgendwie ein Spiel, was ein bisschen länger gedauert hat, also nicht nur Mega Man-Ausmaße hat oder sowas, am Ende bewerte. Ich sollte es, glaube ich, bei diesem Spiel hier lassen. Ansonsten fühlt sich der liebe gute Nostalkultur-Grüße an dieser Stelle wahrscheinlich beleidigt. Weil es ein Wunsch von ihm war, dass irgendjemand dieses Projekt macht. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn es der Kommentator gemacht hat. Ich glaube, alle wären an dieser Stelle froh gewesen, wenn es der Kommentator an meiner Stelle gemacht hätte. Oh Gott. Ja, was soll ich sagen? Bei der Grafik tue ich mich immer schwer, gerade wenn ich was auf dem Emulator spiele. Wo der Emulator, keine Ahnung, wo ich denke, dass der Emulator das nicht ganz auf der Reihe kriegt. Soll ich das Originalspiel in der Grafikbewertung nicht unbedingt bewerten. Zumal ich nie eine PS1 hatte und ich weiß, was jetzt so richtige 3D-Spiele tatsächlich zu leisten imstande waren. Deswegen, Grafik, ja, keine Ahnung, ich fand's jetzt 8 von 10, würde ich sagen. Jetzt so aus der Sicht. Fand ich jetzt nicht allzu überragend, ich fand es aber auch nicht so klomäßig schlecht. Okay, Musik. Musik finde ich schwierig. Gerade dann, wenn ich ein Spiel blind spiele, wie ich das hier jetzt zu weiten Teilen gemacht habe. Weil ich, schlicht und ergreifend, die Musik quasi übertöne und kein richtiges Ohr für Musik habe. Deswegen tue ich mich da leichter bei Spielen, die ich halt kenne. Da weiß ich, was mich erwartet und da kann ich halt auch auf Musik hinweisen, wenn sie mir gefällt. Wie ich es bei Final Fantasy gemacht habe oder bei Xenogears mache. Oder gemacht habe, je nachdem, weil das hier hochgeladen wird. Ja, gebe ich einfach mal eine 7 von 10. Finde ich jetzt, also 7 von 10 finde ich, ist ein gut. Und, finde es jetzt nicht herausragend und mir ist es auch nicht wirklich schlecht in Erinnerung geblieben. Also, ich denke, das ist eine neutrale Sichtweise. Keine Ahnung. Ich finde beispielsweise ein Super Mario könnte ich in der Tat mit einer 9 von 10 bewerten. Einfach, weil es irgendwie ein Eye-Catching Sounds hat. Eye-catching Sounds, Ear-catching Sounds soll es heißen. Ja. Story, ja gut, ist im Grunde kaum vorhanden. Den kann man bei so einem Spiel auch nicht bewerten. Gameplay, 5 von 10. Oder vielleicht soll ich sagen 6 von 10. Ich finde die Steuerung Grütze. Also müssen sich ja auch nicht alle Spiele gleich steuern, aber gerade bei den Stellen, wo man dann doch eher auf Präzision angewiesen ist beim Springen, also in der fliegenden Festung beispielsweise oder jetzt zum Schluss, habe ich mir die Haare raufen müssen. Die Steuerung, während man sich in der Luft befindet, ohne das Jetpack, ist ein Albtraum. Man bewegt sich irgendwie kurz nach links und nach rechts oder drückt nach links und nach rechts, um seinen Sprung zu korrigieren. Und man macht irgendwie so spastisch einen Anfall. Keine Ahnung, ich finde es einfach nur grausam. Ja, ich meine, ich habe es ja auch schon während des Projekts erläutert, was ich schlimm fand an der Steuerung. Und deswegen kann ich beileibe nicht mehr als 6 von 10 geben. Und unterm Strich gebe ich dem Spiel eine wohlwollende 7 von 10. Eine wirklich sehr wohlwollende 7 von 10. Weil die Steuerung macht hier einfach das Spiel. Und sie ist schlecht. Ich finde sie sehr schlecht. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden damit irgendwie irgendeiner Form angegriffen. Vielleicht gibt es ja sogar den einen oder anderen, der sich das Spiel bis hierhin angetan hat. Ich kann jeden verstehen, der mir irgendwie Daumen runter gibt und sagt, oh mein Gott, bist du schlecht. Ja, ich war schlecht. Ich finde mich selber kacke bei diesem Projekt oder ich fand mich kacke. Ich bin in gewisser Weise froh, dass es vorbei ist. Und ja, vielleicht kann mir jemand seine Meinung drunter schreiben unter die Videos. Bis dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich denke, das nächste Hauptnebenprojekt klingt jetzt auch seltsam. Zumal ich das ein Begriff ist, den ich jetzt seit Mega Man als Nebenprojekt angefangen habe, verwende, wird mir, ich habe ihn kurz angespielt, wesentlich mehr Spaß machen. Für mich war es jetzt, muss ich sagen, eine gewisse Frage der Ehre, das jetzt noch bis zum Ende durchzuziehen. Weil für mich persönlich hat sich's dann,
Also ich hab's in der Tat nicht wirklich genossen, aber das merkt man wahrscheinlich auch an vielen Ecken und Enden. Für diejenigen, die sich das Ding doch jetzt bis zum Ende angetan haben und hier mein Gelaber auch noch anhören, obwohl das Spiel vorbei ist, bedanke ich mich dann nochmal ganz recht herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns dann in irgendeinem Nebenprojekt nochmal wieder. Bis dann. Ciao.